Versenkung in der Meditation und im täglichen Leben. Ein Eintrag in den Yoga-Vidya täglichen Inspirationen und im Lexikon der Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten des Menschen. Versenkung ist ein Ausdruck, den wir im Yoga nicht so häufig verwenden, aber ein Ausdruck, der im Buddhismus eine starke Verwendung findet. Versenkung wird im Buddhismus gerne gebraucht als ein Stadium der Meditation. Wenn man meditiert und die Meditation tiefer kommt, dann erreicht man ein Stadium der Versenkung. Und in manchen buddhistischen Schriften ist dann auch die Rede von verschiedenen Graden von Versenkung und verschiedene Merkmale der Grade der Versenkung. Man könnte im Yoga sagen, es gibt die verschiedenen Meditationsstufen, es gibt Asana, Einnehmen der Sitzhaltung, es gibt Pranayama, die tiefe Atmung, es gibt Pratyahara, das Erzeugen eines meditativen Gemütszustandes, das Hineinversetzen des Geistes ins Hier und Jetzt, dann gibt es Dharana, die Konzentration und die Bemühung um die Sammlung des Geistes und dann folgt Dhyana und Dhyana ist dann die Versenkung. Wenn man so konzentriert ist in der Meditation, dass die Meditation von selbst geschieht, keine anderen Gedanken da sind, dann ist man in der Versenkung. Und dieser, oder ist man in einen Grad der Versenkung gefallen. Und dann gibt es noch verschiedene Grade von Dhyana, bis man schließlich in Samadhi hineinrutscht und Samadhi, das Überbewusstsein, hat wieder einige Stufen der Versenkung. Und man kann sich bewusst vornehmen, in der Meditation wirklich in eine Tiefe hineinzukommen. Man kann nicht ganz kontrollieren, ob man jetzt wirklich in Dhyana hineinkommt, in diese meditative Versenkung, wo man ganz im Hier und Jetzt ist, ganz in der Bewusstheit, ganz in dem Thema der Meditation. Dieser Zustand der Versenkung ist verbunden mit großer Freude, mit großer Liebe, mit einer Lichterfahrung. Ein Zustand der Versenkung in der Meditation gibt dir so viel Freude, so viel Kraft nach der Meditation. Aber nicht immer kannst du dort reinfallen. Du kannst dich darum bemühen und dann kannst du in die Versenkung hineingehen oder eben auch nicht. Versenkung ist aber auch im Alltag möglich. Wenn du bei etwas beschäftigt bist und dort ganz drin aufgehst in diesem Alltag, dann ist das Versenkung. Es gibt auch noch eine zweite Kategorisierung der Gemütszustände, ähnlich wie in der Meditation, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, gibt es Mudha, Kshipta, Vikshipta, Ekagrata und Nirodha. Mudha ist irgendwo träge und müde. Vikshipta ist unruhig, zerstreut. Kshipta ist zerstreut. Vikshipta heißt in diesem Kontext die Bemühung um die Sammlung. Ekagrata heißt einpünktig, gesammelt. Man könnte auch sagen Versenkung. Und wenn diese Versenkung noch tiefer wird, kommt Nirodha. Du trittst ein ins Überbewusstsein und du verschwindest aus jeglicher Dualität. Wenn du also im Alltag ganz in deiner Tätigkeit aufgehst und du aufhörst zu denken, ich tue etwas, wenn du irgendwo das Gefühl hast, es geschieht, es passiert und du hast dieses wunderbare Verbundenheitsgefühl, Freudegefühl, Energiegefühl, Liebegefühl, dann bist du in Ekagrata, in einem Grad der Versenkung. Es gibt dafür auch bei Patanjali einen weiteren Namen, nämlich Samyama. Samyama heißt die Aufeinanderfolge von Dharana, Dhyana und Samadhi. Samyama heißt, du bemühst dich erstmal um Konzentration und dann, wenn du konzentriert gesammelt bist, lässt du dich hineinfallen. Dann bist du in der Versenkung. Und aus der Versenkung, Dhyana, fallst du dann in Samadhi, in ein Überbewusstsein, wo du von Zeit und Raum und von Subjekt-Objekt-Beziehungen wegkommst und auch vom Ego wegkommst. Auch darum kannst du dich bewusst bemühen. Du kannst im Alltag dir zum Beispiel vornehmen, du wirst bewusst spazieren gehen. Und du wirst mal beim Spazierengehen nicht nachdenken, du wirst keine Podcast hören, noch nicht mal tägliche Inspirationen-Podcast.
Du wirst keine Musik hören, sondern du wirst einfach bewusst gehen. Vielleicht kommst du in die Versenkung. Oder wenn du etwas tust, auch dort bewusst in die Versenkung gehen. Oder wenn du mit einem Menschen zusammen bist und ihm zuhörst, ihm ganz bewusst zuhören. Auch im Zuhören, in der Kommunikation, gibt es den Zustand der Versenkung. Schaffe meditative Momente, wo Versenkung möglich ist. Du musst nicht den ganzen Tag voll konzentriert sein. Der Mensch hat auch die Fähigkeit nachzudenken. Der Mensch hat auch die Notwendigkeit, mal zu überlegen, was er gemacht hat. Der Mensch muss auch mal planen. Und manchmal gilt es aber, bewusst in einen meditativen Zustand hineinzugehen. Überlege, gibst du genügend Möglichkeiten für Versenkung? Übst du genügend, dass du wirklich ganz konzentriert sein kannst? Hast du immer wieder Erfahrungen von dieser Versenkung, die dir Zugang gibt zu Freude, zu Liebe und zur Intuition?